Wir singen das Lagerfeuerlied, das L-A-G-E-R-F-R-U-E-R-Lied. Das Lied geht noch viel schneller, erst dann wird es so mit. Dabei singt es auch ganz einfach mit Dam-Dam. Hallo meine Freunde, mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen zu dem nächsten Hashtag Creepy Saturday. In der heutigen Folge spielen wir Timore. Wir haben ja damals bereits mal Nox Timore gespielt und ich glaube Timore ist nochmal der Vorgänger. Glaube ich, weiß ich nicht. Wir spielen einfach mal direkt drauf los, wenn wir spielen können. Können wir da drauf. Ah, wir können auf Play klicken. Klicken. Sehr Sie lügen. Wer lügt? Wenn people, wenn. Hey, once you, but you're not dead. Yeah, Timore will fix that. Was? Timore war ein lateinisches Wort. Das wurde mir auf jeden Fall damals in die Kommentare geschrieben. Hoi. Das sieht auf jeden Fall sehr hell aus, wie das Hauptspiel. Beziehungsweise das Spiel, was wir mal bereits gezockt haben. Ich versuche mal. Was ist das für. Ist das ein Loch? Ich will da ehrlich gesagt gar nicht reinspringen. Und die Mausintensität ist schon wieder so extrem schlimm. Bereits letzte Woche hatten wir das Problem ja mit. Warum ist da eine Tür? Ah. Oh. Können wir die Tür aufmachen? Nein. Wir können rechts oder links lang. Was? Hä? Da war nichts. Wow, es kam Ton, aber kein Jumpscare anscheinend. Wow. Great. Ein revolutionäres Horrorspiel. War das ein Klopfen? Klopf, klopf. Wer ist da? Der Pizza-Service. Oh, danke, Pizza ist da. Kommen wir da rein? Ja. Oh, die Türen hören sich genauso an wie damals. Das habe ich überhaupt nicht vermisst. Die Türen waren so mega unangenehm. Okay, da liegt ein Schlüssel. Toilet Key. Okay, damals kam ein Jumpscare. Diesmal nicht. Kann es sein? Okay. Da, ich weiß, worauf das Spiel plantiert. Auf laute Töne und billige Jumpscares, ne? Ist auf jeden Fall sehr viel Blut an der Wand. Ja, das Spiel scheint sehr ähnlich mit der damaligen, war das Teletubby? Das war doch ein Teletubby, oder nicht? Teletubbies! Dixie! Lala! Popo! Können wir da rein? Ne, hieß hier Popo oder wie hieß denn hier? Keine Ahnung. Hey Leute, ich kenne euch irgendwoher. Hab euch vermisst. Tschüssi! Okay, wir schauen mal am besten da hinten lang. Wir haben eine Toilettenschlüssel gefunden. Und dann können wir eventuell sogar auf die Toilette gehen, wenn alles klappt, nicht wahr? Mann, haut doch mal auf. Ich habe euch nichts getan. Wir brauchen eine Toilette. Wisst ihr, wo die Toilette ist? Ich muss mal ganz dringend Pipi machen. Weißt du, wo ich aufs Klo kann? Nein? Okay, aber guck mich nicht so blöde an. Okay, du kannst mich ruhig angucken. Ich habe kein Problem damit. Aber bitte mach mir nicht so große Angst. Hä? Kann ich dir die Hand geben? Hand schütteln. Na, Baby, du hast schöne Zähne. Und du hast schöne Fingernägel, wie ich sehe, ne? Nice. Okay. Ist da die Toilette und bist du der Türsteher? Das ist doch der Türsteher. Du bist doch Kollegas Freund. Was war das denn? Ah, da kann ich die Tür öffnen. Da kamen viele Arme raus. Da hinten ist ein Stuhl. Dann gehen wir am besten mal zu dem Stuhl. Aber wir haben doch einen Toilettenschlüssel gefunden, aber... Ich finde keine Toilette. Toilette... Toilet Key heißt doch Schlüssel. Toilettenschlüssel, oder nicht? Da war gerade ein Stuhl und ich sehe fast gar nichts mehr. Also, falls ihr nichts seht, ich sehe auch nicht viel. Da sind wieder zwei Türen. Wir haben einmal... Toilet, hey! Okay. Oh Mann! Mach mal das Licht an! I need a light! Also, ohne Licht komme ich hier nicht viel weiter, Spiel. Vor allem... Ja? Herein! Ich sehe nichts! Spiel! Okay, ich würde sehr gerne was sehen. Allerdings ist das Spiel nicht dazu in der Lage, so hell zu... Ah, ich sehe da was. Klo. Oh, das Klo. Ich hab das Klo kaputt gemacht, Mann. Ich hoffe, das wird nicht teuer. Auf jeden Fall, ich kann eine Story dazu erzählen. Und zwar, kann ich irgendwas aufheben? Aufheben? Auf jeden Fall, in unserer Schule wurde mal eine Toilette gesprengt. Warte, was stand da? I. Kitchen Key. Ah, Küchenschlüssel gefunden. Haben wir den Schlüssel jetzt mal aufgenommen? Ich hoffe, ja. Anscheinend schon. Auf jeden Fall wurde bei uns in der Schule mal... Oh, hi. Ein Klo weggesprengt und das hat demjenigen Personen 70 Euro gekostet. Naja, so ein Klo wegspringen, 70 Euro? Ich meine, für ein einmaliges Erlebnis mit so einem... Ja, herein! Also mit einem Böller im Übrigen, ne? Oh, Kollege steht vor der Tür. Hey, Kollege! Was geht? Ich gebe dir die Hand. Heute schon ein bisschen gepumpt. Du hast da eine Träne. Soll ich die wegwischen? Okay, ich wische die Träne mal nicht weg. Ist das die Kitchen? Ist das die Kitchen? Das ist Locker Room. Da wird alles locker genommen, denke ich mal. Okay, wir haben jetzt einen Küchenschlüssel gefunden. Aber wo ist die Küche?
Könnt ihr mir sagen, wo die Küche ist? Also, das Badezimmer haben wir schon mal gefunden. Da haben wir gerade Pipi gemacht. Aber nachdem man Pipi gemacht hat, will man natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit hinterher schenken. Und das wird alles total zweideutig. Ich lese es schon in den Kommentaren. Naja, egal. Wir gehen mal zu der Küche, die eventuell dahin sein wird. Ich sehe selber kaum was. Ich werde im Schnittprogramm auf jeden Fall versuchen, das Spiel um einiges heller zu machen. Ist das die Küche? Nein, oder doch? Das sieht auf jeden Fall wie ein riesiger Raum aus. Okay, hier waren wir bereits. Das sind Steine am Boden. Können wir die Steine mitnehmen und die alle bewerfen? Das wäre mal eine coole Idee. Revolutionär. Wir können die nächste Tür öffnen, aber ich muss die Küche finden. Dafür haben wir einen Schlüssel gefunden. Und ich glaube, wir haben kaum den Schlüssel irgendwie umsonst gefunden, oder? Das ist ein ganz schön langer Weg, nicht wahr? Aber da ist wieder eine Tür. Das ist eine Sackgasse. Warum ist die eine... Oh Mann, Fliege. Ich glaube, es wird ein Jumpscare. Hä? Aber... Irgendwie finde ich das ein bisschen unnötig, wenn hier was ist, wo nichts passiert. Wo man einfach nur reingehen kann. Ich wusste es. Ich habe doch gesagt, dass da irgendwas kommt. Mann, bin ich schreckhaft geworden. Ich muss eindeutig mehr Horrorspiele spielen. Aber es ist schön, dass wir nicht sterben können. Es gibt ja so viele... Hui! Hey, Epilepsie! Telepathie! Was war das über... Moment mal. Kann es sein, dass das ein SCP ist? Ich habe ja damals mal gerne SCP Containment Breach gespielt, müsst ihr wissen, so einen privaten. Und da gab es auch so einen Typen, der genauso aussah, vor allem mit dieser ewig langen Nase. Vor allem, ich glaube, das war der Intelligente von diesen SCPs. Bin ich mir mal gerade nicht sicher. Wenn ich irgendwas Falsches labern sollte, schreibt's gerne unten in die Kommentare, falls sich irgendwer besser mit SCPs auskennen könnte. Kennst du dich mit SCPs aus? Das heißt nein. Kennst du dich? Ja, okay, ich frage nicht mehr nach. Wir müssen, echt, müssen wir zurückgehen? Da war eine Tür am Anfang, die wir nicht öffnen konnten, oder? Oh, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall flackerndes Licht, wie immer im Horrorspielen. Bitte, zahl doch einmal die... Kann mir ein Mensch sagen, was das für Jumpscares sind? Da passiert ja nichts. Da ist einfach ein Ton und ich wackel ein bisschen herum. Ach so, wir sind hier vielleicht in einer privaten Disco oder so. Kann das sein? Nee, hier waren wir ja schon. Mann, das Spiel ist irgendwie... Meh. Oh, habt ihr es gehört? Da ist wohl jemand angekommen. Oder sind das getriggerte Jumpscares? Das heißt, wenn man über einen Fleck geht... Dass dann da die Jumpscares kommen, kann das sein? Mann, ich weiß noch nicht, wo die Küche ist. Habe ich die Küche schon übersehen? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Oh. Ach, ist hier die Küche? Ah. Das scheint auf jeden Fall ein Raum zu sein, wo wir vorher nicht rein konnten. Dann haben wir irgendwas Cooles. Ich sehe nichts. Ich sehe jetzt gar nichts, wirklich. Oh, jetzt. Oh, hier ist ein Schrank. Ah, hier kann man rein, okay, schön. Da ist auf jeden Fall eine Taschenlampe oder sowas in der Art. Also Nox, also Timore ist genauso aufgebaut wie das andere Spiel. Nur, dass die Jumpscares und die Story, glaube ich, ein bisschen anders sind. Naja, was heißt die Story? Das bisschen, was hier vorkommt, ne? Wir nehmen am besten die Taschenlampe auf. Die Küche haben wir nicht gefunden. Was ist das denn? Ah, wir können das gar nicht auf... Oh! Okay. Sollen wir ins Feuer? Hi! Hi! Ja, was willst du denn machen, Mann? Können wir das aufheben? Okay, da ist jetzt ein brennender Typ vor mir. Ohne Ton. Und er guckt uns an. Also er brennt ja schon, also wir müssen ihm ja nichts mehr antun. Können wir das aufheben oder so? Kannst du mir sagen, wo es lang geht? Der versperrt mir ja den Weg. Als wenn er mir jetzt den Weg versperrt. Ach, come on. Hallo. I'm burning. Wir singen das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-R-U-E-R-Lied. Das Lied geht noch viel schneller, erst dann wird es so mit. Dabei singt es auch ganz einfach mit Dam-Dam. Können wir vorbei? Ja, wir können doch nicht vorbeigehen, ist das Ding. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Hashtag Creepy Saturday. Wir haben seit langem mal wieder ein richtiges Crap-Spiel erwischt. Ein Spiel, wo man nicht mal da durchgehen kann. Bitte, kann ich dir wenigstens die Hand geben oder so? Kann es sein, dass er sich bewegt? Oder bewegen wir uns gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich sehe dich in der nächsten Folge, wo eventuell der brennende Typ nicht dabei ist. Bye, bye.